Hat jemand geschossen? Eine Maske brennt, als ich mich der Tür nähere, obwohl sie mich wegdrücken würde. Also komm mit. Okay, wir kommen also nicht rein. Können wir hier was machen? Ne. Gehen wir mal ganz kurz hier. Ich habe wieder so ein zeitliches Pech. Wahrscheinlich ist er jetzt gerade hier durchgegangen. Okay, hier habe ich jetzt gerade keinen gesehen. Wir gehen einfach mal rein. Da oben brennt eine Tür auch. Wir gehen mal rein. Ah, guck mal, er ist hier unten. Gut, da können wir rein. Hier ist auch nichts. Hier ist auch noch so ein Rad. Was haben wir hier? Da ist wieder diese Falltür, da sind abgeschlossen. Die Show beginnt in einer Stunde, okay. Gehen wir mal rein. Wir gucken mal bei dieser Feuertür, was wir da so finden. Aha. Jetzt müsste, glaube ich, das Feuer weggehen, oder? Ist hier einer gerade reingegangen? Na gut, ich komme da noch nicht rein. Was ist denn hier? Können wir jetzt hier drin verstecken, oder? Hier ist doch einer. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nicht da rein. Komm da raus. Los. Lass mir jeden so ein bisschen beobachten, dass wir wissen, wo jeder hergeht oder ging. Jeden so ein bisschen beschatten. Was ist da? Der geht auch da hinten rein. Hier liegt auch ein Teil. Da liegt ein Teil. Okay. Was haben wir denn hier? Achso, Zeit zurück dir mit Z. Taschenuhr gibt Auskunft über die Uhrzeit. Hier hast du aber keinen weiteren Nutzen. Ja, ich möchte eigentlich auch X drücken, um durchzuspringen, aber das kann ich nicht. Was ist denn hier? Im Schrank ist ein einzelnes Stück Pergament. Die Plakette unterhalb zeigt, dass es eine der verlorenen 12 Seiten des Gigas-Kodex ist. Was haben wir hier? Das Bücherregal ist leer. Nein, warte. Die Kreuz 10. Ich habe irgendwas gehört. Schrank ist eine. Die Tafel zeigt. Tafel unterhalb zeigt, dass es eine der verlorenen 116 Seiten des originalen Buches von Lehi ist.
Hier ist wieder einer am Drehen. Ich warte mal ganz kurz. Ich könnte wetten, dass er gleich hier durch will und wieder da durch. Vielleicht ist es wieder der Dicke. Der hat vorhin ja auch schon mal gedreht. Und davor hat auch irgendwo einer mal gedreht, aber wo genau, weiß ich nicht. Boah, es ist gleich 12. Ich gehe davon aus, dass wir 12 Stunden Zeit haben, uns das Ganze anzugucken. Es regnet. Bis morgen. Finde es schön, dass es auch im Haus regnet. Alles klar. Gut, nochmal Samstag. Das wird sowieso jetzt erstmal ein paar Mal passieren, dass wir erstmal komplett einen Tag durchchecken. Das ist so. So, komm, steh auf. Gibt viel zu tun. Und zwar einmal hier. Okay. Das wird wahrscheinlich unser Fall sein, das, was hier passiert. Geh mal hier durch. Geh mal ganz kurz hier hin. Er geht dahin. Oh, warte. Wenn der letzte da oben durch ist, dann können wir mal reingehen. Dann gucken wir mal einmal ein bisschen hinterher. Okay, ist sicher. Wir gehen mal hier hin. Alte Oma. Direkt hinterher. Und meine Statuen und ihre Geheimnisse. Und wo ist Eleanthor? Ist alles sehr verdächtig, das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht, aber was sollen wir machen? Ich gehe davon aus, dass jetzt hat einer dran gedreht. Hier ist kein, doch, hier ist auch eine Tür. Ah. Haben Sie sich verlaufen, Sir? Verlaufen? Verlaufen? Meine Familie hat dieses Anwesen entworfen und gebaut, du Kleiner. Also nein, natürlich habe ich mich nicht verlaufen. Haha, natürlich nicht. Sollen wir also so tun, als wüssten Sie nicht? Hey, ich bin auf der Suche nach Lukas. Er ist ein guter Freund von mir. Okay. Ja, ein lautes Gähnen, Sir. Ich hoffe, also ich gehe davon aus, dass einer in meine Richtung kommt. Deswegen muss ich dann schnell zum Schrank. Okay. Eigentlich sollte ich auch erst das Casino finden, ne? Aber egal. Gut.
Damit hätten wir das Rätsel, was ich hier im Raum dachte zu sehen, gelöst. Kommt ihr gleich an da durch? Okay, hier scheint auch keiner durchzukommen. Dann latsche ich mal los. Geradeaus durch. Schnell, 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 schnell. Kurz gucken, ist hier einer? Nein, durch. Ich kann nicht weiter rüber gucken. So, wir verfolgen den mal. Ist das vielleicht der Lukas? Okay, wir gehen mal hier hinlang. Da ist, glaube ich, einer. Nein, da ist keiner. Okay, gehen wir mal rein. Schauen wir erst hier entlang. Okay. Dann mal hier. Ah, hier ist das Casino. Hundertprozentig ist hier das Casino. Mal nachgucken, nachhören. Okay, ich höre jetzt keinen. Wir gehen mal hier nochmal reingucken. Okay. Schauen wir mal da rein. Na egal, wir gucken mal hier durch. Ich kann Ihnen die Zeit zurückstellen. Die Tür ist verschlossen, ich kann sie nicht öffnen. Okay. Gehen wir mal durch. Dann lasst uns ins Casino latschen. Haben wir nochmal Spicken? Oh, da ist keiner. Dann müssen jetzt irgendwo eine. Da ist eine Uhr. Gott sei Dank. Ich war mir nicht sicher. Ich wusste nicht, ob du die Kapelle verlassen konntest. Aber, das kannst du. Wir haben eine Chance. Das ist das Casino. Das Herzstück des Sexy Brutal. Ziemlich klein. Die Gäste hier sind Trinity und Clay. Es gibt noch mehr, aber du kannst noch nicht zu ihnen. Du hast Zeit, dich umzusehen und zu lernen. Du musst sie retten, beide zusammen. Du hast Reginald gerettet. Und seine Maske gibt dir die Kontrolle über seine Uhren. Sie haben alle aufgehört. Aber wenn du sie aufziehst, werden sie dir nützlich sein. Ich habe den Schlüssel für diesen Bereich gefunden. Mehr kann ich derzeit nicht machen. Aufziehschlüssel! Jede hängengebliebene Uhr im Anwesen kann mit einem bestimmten Schlüssel aufgezogen werden. Benutze den passenden Schlüssel mit der Uhr, um sie aufzuziehen. Durch das Aufziehen der Uhr wird die Karte des Gebiets aufgedeckt und du hast die Möglichkeit, die Uhr als täglichen Startpunkt auszuwählen. Benutze den Aufziehschlüssel. Ich finde dich, wenn ich kann, Bone. Rette Clay und rette Trinity. Alles klar. Clay Rockburn, der Rohling im Anzug. Und das andere konnte ich nicht lesen, ich war zu langsam. Die zu rettenden Gäste, die beiden. Alles klar, wir schauen uns erstmal hier um. Hier ist eine Kamera.
Das Medienfeld steuert Überwachungskamera 1, aber du kennst den Code nicht. Ja, ist ja gut. Komm, 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 komm. Geh mal da. Spicken wir erstmal. Wir schauen uns mal hier um. Die Dudelmusik. Alles klar, wir können hier nicht weiter spicken. Wir spicken mal hier. Ah, ein Tresor. Nochmal reingucken. Oh, gleich reingehen. Ist auch ein Tresorraum. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir noch ein Stück Casino. Und hier drin. Die Regale sind voll mit Tipps und Techniken für Spieler. Okay. Schnell mal hier hingucken. Da ist Überwachungskamera 2. Da ist eine Karte drauf. Da ist wahrscheinlich. Ja, da ist das Bedienfeld für die Kamera 2. Okay. 3, 4, 5 Türen noch. Okay. Was haben wir hier? Da haben wir den Casino-Raum. Da ist noch eine Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Tür ist. Aber hier ist eine Tür. Gehen wir mal rein. So, die Bar ist mit Spirituosen und Getränken aller erdenklichen Geschmacksrichtungen gefüllt. Und es scheint die teuerste Variante jedes Einzelnen zu sein. Ja dann, hier ist aber erstmal die Karte, die holen wir uns erstmal. Hehe, die Kreuz 8. Und wir spicken mal immer ganz kurz hier rein. Alles klar. Können wir da betreten? Nein, ich wollte gerade die Karte nehmen. Ich würde sagen, wir haben gerade den Unfallort für den ersten Mord gesehen. Der zweite Mord ist wahrscheinlich das mit der Glasscheibe. Was ist denn hier eigentlich? Was haben wir denn hier? Anstelle der Tür des Anwesens befindet sich makelloser glatter Marmor. Okay. Wir gehen schon mal hier durch. Können wir ja machen, hier ist ja keiner. Genauso wie hier. Hier ist ja auch keiner. Auf die Schlüssel. Jede hängen gebliebene Uhr im Anwesen kann mit einem bestimmten Schlüssel aufgezogen werden. Benutze den passenden Schlüssel mit der Uhr, um sie aufzuziehen. Durch das Aufziehen der Uhr wird die Karte des Gebiets aufgedeckt und du hast die Möglichkeit, die Uhr als täglichen Startpunkt auszuwählen. Das können wir ja mal hier machen. Eine kunstvoll verzierte Standuhr, sie muss aufgezogen werden. So, wir haben sie aufgezogen. So, wir schauen mal ganz schnell hier rein. Wir schauen mal hier rein. Okay, wir gehen mal hier nochmal ganz schnell gucken. Okay, hier ist keiner, dann gehen wir mal rein. Hier lebt er noch. Ah, da verlässt die andere Schönheit den Raum. Die verfolgen wir jetzt erstmal. Schnell, schnell, schnell. Erstmal alle Türen durchchecken. Da ist noch eine Tür. Also hier ist nochmal ein extra Raum. Ah, hier ist ein
Gang? Also gibt es hinten einen langen Flur oder wie? Ah, das hier führt zu diesem Raum. Der betrinkt sich einfach mal. Was ist das hier für eine Tür? Aha. Okay. Und das hier? Okay. Da ist ein Zettel. Ah, welcher Schuss? Ich habe nichts gehört. Kamera 3 ist auch inaktiv. Ist das hier ein Einwegspiegel? Ich glaube, der kommt zu uns gerade rein. Das ist der Sicherheitscode für die Überwachungskamera Bedienfelder. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt hier rechtzeitig raus. Okay. Gehen wir geradeaus nach oben durch. Code ist korrekt, Kamera Watts. 2 schaltet sich ab. Sehr schön. So, die nehmen wir auf. Hier können wir auch mal schnell durchgucken. Hübsch. Gehen wir mal rein. Was haben wir denn hier so schönes? Hier haben wir... Kamera 3 ist eingeschaltet. Ah, oh, aha, da ist die drin. Kurz gucken. Okay, es ist ein Schrank verfügbar. Kommt es jetzt zurück zu uns, oder? Weil wir müssen ja aufpassen, dass sie auch nicht erschossen wird. Und sie liebt es ja hier, in dem Ort, wo sie gerade ist. Dementsprechend möchte ich mal gucken, wann sie erschossen wird. Das Wasser, die Flügel, so friedlich. Boah, ist die lange da drin. Der Marquis, immer voller Überraschung. Ich muss mich nur beeilen, dass wir schnell genug in den Schrank kommen. So, erst Drinks, dann die Show. Clay, ich würde mich schrecklich fühlen. Komm. Etwas ist faul. Das sehe ich genauso. Ich warte nur, bis du irgendwas machst. Bis du irgendwo hingehst, bis du hier rauskommst oder so. Hey, irgendwann müsstest du ja irgendwie auch mal sterben. Oder nicht? Also ich... Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt hier bin. Ich warte jetzt einfach nur... bis irgendwas passiert. Jetzt. Was ein schöner Zufall. Das kann nicht sein. Clay, Clay, Hilfe. Wo ist die Tür? Oh Gott, bitte, Clay, ich brauch dich. Kamera. Also da oben ist auf jeden Fall eine Kamera. Ist wahrscheinlich Kamera 3. Alles klar.
Läuft bei der Spinne. So, wir klicken mal auf die Map. Wir haben einmal auf der Karte was frei und wir haben eine Broschüre. So, einmal reparierte Taschenuhr. Benutze diese Taschenuhr bei beliebigen... okay, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Habe ich ja schon aufgesagt, ne? Die Sixpence-Maske. Mit der Sixpence-Maske kannst du eine Verbindung mit den Uhren im gesamten Haus aufstellen. Benutze jede beliebige Uhr im Anwesen, um 16 oder 20 Uhr zu 16 oder 20 Uhr zu springen. Gut. Jeder hängen geblieben. Alles klar. Karte. Oder ich habe Broschüre noch was frei. Oh, das Casino. Der Kameraraum. Es ist eine gewaltige Aufgabe, das Anwesen für und seine Gäste zu beschützen. Und der Marquis und sein Sicherheitspersonal nahmen diesen Auftrag sehr ernst. Der ehemalige Sicherheitschef Clay Rockridge konnte häufig aus diesem Raum Täuschungsversuche bestätigen. Auch wenn er nicht sofort eingriff, doch später wurden die Köpfe der Täter nach Einbruch der Dunkelheit in den Gärten in den hübschen Brunnen getaucht. Natürlich nur so lange, bis sie ihr Fehlverhalten einsahen. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Auf zur Karte. Wir haben jetzt hier... wir haben hier... drei Überwachungskameras. 1, 2 und 3. Hier haben wir ein Ausrufezeichen. Da weiß ich aber noch nicht ganz genau, was es bedeutet. Das sieht interessant aus mit der Schlange. Gut. Hätten wir theoretisch schon fast alles aufgedeckt an der Karte. Hier ist noch ein Raum. Da kommen wir nicht rein. Und hier ist ein Raum. Und hier. An sich gibt es aber noch diesen zwei Räume hier. Okay, ich möchte mal ganz kurz noch wohin springen. Deswegen kann man bis 8 Uhr springen. Weil wenn man 8 Uhr dieser Unfall passiert ja irgendwann kurz gegen 9 oder so, dass man um 8 Uhr sich dann halt hier irgendwo hinspringen lassen kann und dann mal eben dahin laufen kann. Ich überlege nur, was das hier ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir zurückgehen sollen. Und uns mal eben im Schrank verstecken sollen. Oder auch nicht. Und hier ist noch eine Tür. Stimmt. Nein, ich... Komm. Wir gucken mal einmal nach. Ist hier einer? Nein, hier ist keiner. Ist hier einer? Ist auch keiner. Okay, wir können hier durch mal. Was finden wir hier? So, ja stimmt, das ist ja voller Spieler gewesen. Können wir hier? Hier können wir auch spicken. Eine Karte. Die Tür verfügt über ein kompliziertes Bedienfeld mit einem Sicherheitscode. Ohne das richtige Passwort kann sie nicht geöffnet werden. Okay. Ja, wir müssen sowieso den Tag nochmal neu starten. Und zwar möchte ich aber ganz kurz ganz am Anfang, also ich spule mal ganz zum Anfang. Startpunkt. Das, was wir jetzt schon mal gesehen haben, spielt mal langsam vor. So. Hier sieht man zwei Gestalten. Die dritte Gestalt habe ich nicht mitbekommen, okay. Warte. Aber ein Stück zurück. Genau, hier sind beide. Um 1.15 Uhr, da möchte ich schneller sein. Ich möchte da viel schneller sein. Und hier weiß ich schon mal, hier ist ein Mord wahrscheinlich. So. Ihn haben wir nur dahin. Das war die. Der sonst was. Ne? Die habe ich da nach da gehen sehen.
Ein bisschen weiter. War der zweimal? Also hier ist auf jeden Fall, ist er irgendwo weggegangen. Hier ist gar keine Tür angezeichnet. Okay. Nochmal ein bisschen zurück. Hier sehen wir den dann. Den Goldtypen. Einmal rüberlaufen. Von da haben wir dann beim ersten Mal, beim Anfang beobachtet, wie er dann hier rumlief. Ja, da passierte der Mord. Okay. Also müssen wir anfangs ganz schnell hier gucken. Und im Bereich ab 5 Uhr müssen wir mal in den Bereich achten. Das krieg ich wohl hin, ne?